Zwei Diebe. Ganz heimlich flüstern diese zwei. Natürlich nur von Numperei. Da gehen sie in tiefem Schweigen. Wohin? Das wird sich später zeigen. Ein Fenster, welches nicht verschlossen. Erklimmen sie auf Leitersprossen. Hier schläft ein reicher Privatier. Bei seinem Gelde in der Nähe. Und als der Privatier erwacht, ein Messer ihm entgegenlacht. Schnell will er die Pistole kriegen. Der Dieb missgönnt ihm das Vergnügen. Seht nur, wie die Pistole kracht. Dem Lumpen hat es nichts gemacht. Der Privatier, ganz zornentbrannt, haut mit dem Säbel umeinander. Und jeder haut und jeder sticht. Und keiner trifft den anderen nicht. Hier knebeln sie den dicken Mann, dass er nicht schreien und laufen kann. Und hängen ihn, oh Sünd und Schand, an einen Nagel an die Wand. Da kommt, vom lauten Knack erwacht, die Köchin im Gewand der Nacht. Und ruft mit bangem Wehgeschrei durchs Fenster nach der Polizei. Da fasst der Dieb sie bei der Jacke und überzieht sie mit dem Sacke. Da liegt sie nun. Was hilft ihr Schreien? Der Sack hüllt ihre Klagen ein. Doch seht, die brave Polizei kommt, wie gewöhnlich, schnell herbei. Die Diebe sind im Schrank versteckt. Die Polizei hat's gleich entdeckt. Die Diebe sausen ins Gemach mit aufgespanntem Regendach. Am Rücken liegt die Polizei. Die Diebe stürmen schnell vorbei. Da sieht man Diebe lustig fliegen. Die böse Sache scheint zu siegen. Doch still, die Strafe fehlet nie. Gesegnet sei das Parapluie.